So, jetzt in Teil 2 wollen wir partitionieren und formatieren. Mit LS BLK, LS Bulk quasi, könnt ihr euch eure Geräte anzeigen lassen. Wir sehen jetzt hier das Loop-Device, das ist nur virtuell. SDA ist die Festplatte, SR0 ist das CD-ROM-Laufwerk. So. Zur Partitionierung von SDA sagen wir jetzt einmal partit.fsdi. Ihr könnt auch fdisk nehmen. Fdisk ist, glaube ich, auch in dem Gentoo-Handbuch beschrieben. Aber ich nehme lieber partit. Mit P können wir uns anzeigen, was auf der Festplatte drauf ist. Und ihr seht hier zum Beispiel Partition Table ist unknown. Also es ist noch gar keine Partitionstabelle drauf. Mit Make-Label GPT legt ihr eine GPT-Partitionstabelle an. Alternativ gäbe es noch das alte Format, das wäre MS-DOS. Aber wir wollen modern gehen. Und mit GPT könnt ihr auch sehr, sehr große Festplatten partitionieren. Das alte MS-DOS-Format wäre beschränkt auf, ich weiß gar nicht, 2 Terabyte oder sowas. Nicht ganz sicher. So. Jetzt haben wir schon mal eine Partitionstabelle, aber noch keine Partition. Wir brauchen jetzt mindestens die Make-Part BIOS. BIOS ist hier der Name erstmal nur. Ah, hab's vergessen. Legt erstmal noch fest, dass ich, wenn ich keine Einheiten angebe, dass das MIBI-Byte sein soll. Und jetzt lege ich eine Partition an, die heißt BIOS, fängt bei 1 Megabyte an und hört bei 2 Megabyte auf. Ist also nur 1 Megabyte groß. Damit habe ich sichergestellt, dass die ersten 2 Megabyte der Festplatte quasi nicht für echte Daten verschlugert werden, sondern das für den Bootsektor reserviert bleibt, weil wir nachher noch einen Bootloader da reinpacken müssen. So, und dann brauchen wir jetzt mindestens eine weitere Partition, nämlich wo unser System drauf kommt. Im Normalfall, die meisten anderen Distributionen machen es automatisch, legen sie noch eine Boot-Partition an. Und teilweise auch noch andere Partitionen für Swap, für die Benutzerverzeichnisse und so weiter und so weiter. Wir wollen es jetzt aber erstmal so einfach wie möglich halten. Und legen deswegen nur eine einzige an. Die nennen wir jetzt System. Fängt dann bei 2 Megabyte an und hört bei 100% auf, also dem Ende. Jetzt toggeln wir noch die Flags. Für die erste Partition toggeln wir das BIOS-Flag. Für die zweite toggeln wir das Boot-Flag. Markiere die Partition also als bootbar. Dann seht ihr jetzt rechts die Flags. Und damit ist das Partitionieren schon fertig. Mit Q kommt ihr dann da wieder raus. Wenn man jetzt nochmal ls bulk macht, so Überprüfung, sehen wir jetzt SDA1 und SDA2, müssen also die Partition. Und jetzt können wir formatieren. Es gibt verschiedene Dateisysteme, die Linux unterstützt. Hier seht ihr zum Beispiel ButterFS. Mag ich zum Beispiel ganz gerne. Dann gibt es noch Xenet 234. Entschuldigung. Xenet 4 ist natürlich das modernste von diesen Extended-Dateisystemen. Das war auch lange Zeit der Standard unter Linux. Und ansonsten gäbe es noch RazerFS, war früher mal relativ beliebt, wird aber auch schon länger nicht weiterentwickelt. XFS ist ganz gut für bestimmte Zwecke. Und ja. Ich nehme jetzt aber, wie gesagt, ButterFS, weil das einige Funktionen hat, die die anderen Dateisysteme nicht haben. Zum Beispiel eingebauter RAID-Support, das heißt, ihr könnt eure Daten über mehrere Festplatten direkt verteilen mit Redundanzen. Heißt, wenn eine Festplatte ausfällt, sind die Daten trotzdem noch da. Das ginge mit den anderen Dateisystemen auch, allerdings müsstet ihr dann noch eine Zwischenschicht einfügen mit einem MD-RAID. Und das werde ich euch in einem späteren Video auch irgendwann mal zeigen. Aber ich will es jetzt erstmal einfach mit ButterFS.
Weiteres nettes Feature von ButterFS ist zum Beispiel auch, dass man Daten komprimieren kann, ohne dass man es merkt. Also transparente Kompression, ähnlich wie bei NTFS. Und ja. Und man kann Snapshots machen, man kann Subvolumes machen. Das macht ButterFS insgesamt sehr nett. Allerdings müsst ihr beachten, ButterFS wird zum Beispiel von Red Hat und Oracle Linux zum Beispiel nicht mehr unterstützt in den neuesten Versionen. Also die haben es bewusst, absichtlich entfernt. Wenn ihr also irgendwie mal eine Festplatte habt, die ihr mit einem anderen Linux nutzen oder austauschen wollt, dann ja, ist ButterFS vielleicht nicht euer bester Freund. Gut. MegFS, ButterFS-H, dann können wir einmal die Optionen sehen. Ihr seht da auch oben, wir können Data Profile angeben. Zum Beispiel RAID 0, RAID 1 und so weiter. Ist für uns jetzt nicht relevant, weil wir nur eine einzige Festplatte haben. Gibt es noch ein paar andere Optionen. Für uns sehr interessant ist Label, ein großes L. Dann kann ich der Partition auch einen sinnvollen Namen geben. Und die anderen Optionen interessieren mich jetzt gerade gar nicht. Und DevSDA2. So, und schon erstellt. Jetzt mache ich noch ein ButterFS-Tune, weil ich noch die No-Holds, das No-Holds-Feature aktivieren möchte. Wie ihr da seht. Also minus n, kleines n. Und das war's dann schon. Damit haben wir die Partition noch formatiert und könnten sie dann jetzt auch mounten. Mounte sie mal mit den Zusatzfunktionen NoAttern und Compress ZSTD5. Und mounte DevSDA2 damit nach MNT. Das NoAttern heißt, ich möchte keine Access Times setzen. Ansonsten habt ihr jedes Mal, wenn ihr irgendeine Datei liest, wird für diese Datei die Access Time aktualisiert. Und mich interessieren die Access Times nicht. Die ganzen Programme interessieren sie auch nicht. Es sind einfach nur zusätzliche Schreibzyklen, die permanent stattfinden, die man sich halt sparen kann. Ob man es jetzt tatsächlich merkt, keine Ahnung, aber es tut nicht Not. Und Kompress gleich ZSTD5 bedeutet, ich möchte Daten transparent komprimieren mit ButterFS. Das ist eine ButterFS-spezifische Option. Und zum Komprimieren soll er den ZSTD-Algorithmus benutzen, der sehr schnell und sehr effektiv ist. Das ist eigentlich so das beste Kompressionsverfahren aktuell, das man nutzen kann. Und dafür soll es Level 5 nutzen. Standard wäre Level 3, also wenn ich es jetzt nur so mache, wäre Level 3. Level 1 und 2 sind noch schneller, aber weniger effizient und ihr könnt maximal bis Level 15 gehen. Obwohl ZSTD theoretisch noch höhere Level zulässt, würde ButterFS an der Stelle alles über 15 auch auf 15 setzen. Also höher als 15 könnt ihr nicht gehen. Aber ich nehme immer 5, das ist so ein guter Mittelwert für mich, den ich meistens einsetze. Wenn euch die Performance, also wenn ihr sehr, sehr, sehr viele Schreibzugriffe habt und euch das wichtig ist, dass das ein bisschen flotter geht, dann setzt den Level ein bisschen tiefer oder macht zum Beispiel Low Compress, dann habt ihr Kompression komplett ausgeschaltet. Jetzt sehen wir bei LS Bulk auch, dass es gemountet ist. Und bei BF-H sehen wir jetzt auch ganz unten, dass es eingehängt ist. Wir können jetzt hier auf MRMT gehen und setzen zuallererst noch eine ButterFS-Property. Nämlich Compression ZSTD. So. Damit wird ZSTD dann auch tatsächlich für diesen Ordner und alle neuen Dateien und Ordner, die da drin entstehen, auch diese ZSTD-Kompression tatsächlich auch anwenden. Wenn ihr das weglasst, tut es das meistens nicht.
Habe ich auch irgendwann mal so feststellen müssen. Also, setzt das Fleck, dann wird auch tatsächlich komprimiert und ihr könnt dann auch später für bestimmte Verzeichnisse das Fleck wieder entfernen. Zum Beispiel, wenn ihr eine MySQL-Datenbank oder eine Postgres-Datenbank installieren wollt, da würde die Kompression sehr, sehr stark die Performance der Datenbank beeinträchtigen. Für deren Datenverzeichnisse zum Beispiel entferne ich dann immer dieses Kompressionsfleck und damit werden die Datenbankdateien dann entsprechend nicht komprimiert und man hat quasi die volle Leistung dann. So, das war auch schon Teil 2 und dann gleich im nächsten Teil geht es mit dem Change Root los. Bis gleich.